Und hast Bock? Mhm. Sehr gut. Herzlich willkommen zurück, meine Freunde. Heute ist Tag 2 von unserer Mini-Frankreich-Tour. Wir sind ja heute zusammen mit Alessandro, Oliver, Mecki von Auftrag Geschichte, Gerold und sein Sohn Fabi. Und ich bin mit am Start und wir gucken uns jetzt eine alte Uferlagerung an. Und hier nahe Paris wurden zu der damaligen Zeit V-Waffen untergebracht und gegen England abgefeuert. Und das schauen wir uns heute an. Also hier sind wir direkt schon am Eingangsbereich von der Höhle und man kann schon was erkennen. Richtig schön verwunschen, Leute. Das ist Bahnglas. Nee, das ist kein Bahnglas. Das ist... Nee, das komm mal her. Ich zeig dir, was das ist. Das ist ein Abfluss, eine Drainage. Genau. Nimm mal ruhig. Schaut mal hier. Sehen wir direkt schon die Stützmauern. Das ist hier der Weg in die Anlage. Und schaut mal, hier gibt es sogar noch Fliesen. Wunderschön. Es lohnt sich immer, auf den Boden zu gucken, ne Martin? Ja. Warte kurz. Jetzt. Hier ist der Zug reingefahren und hier war schon der erste Schutz gegen Bombardements. Ah. Hier ging V2-Waffen rein. Weißt du, ob die hier zusammengebaut wurden oder kamen die am Stück? Das hat nicht stattgefunden. Ach, hat nie stattgefunden? V1 oder V2? V1? V2, ne? Ja, ja, sieht man ja auch. So, schau mal, Leute. Also, hier bergmännisch in den Fels gehauen. Sehen wir hier ähnlich wie ein... Bitte? Ja, ähnlich wie ein Eisenbahntunnel. Und hier wurden über einen Zug, über Gleise, die V-Waffen in das Bauwerk eingebracht. Alter, ist das groß. Das kennt auch wieder keiner, ne? Da gibt es zwei Eingänge, für Zug und für LKW. Ja, für Zug und für LKW gibt es Eingänge. Weil ich gehe schon mal rein. Eine Sekunde, ich bin drin. So. Wow, Leute, das ist ja richtig gut. Ich mache euch mal ein bisschen Licht. Wow. Mega. Also wurde nicht fertiggestellt, wie wir sehen. Geil. Und da vorne ist die andere Bagage. Also meine Aufgabe ist es, euch ja immer Bauwerke zu zeigen, die man sonst bei YouTube oder im Internet noch nicht gesehen hat und euch auch ein bisschen die Geschichte näher zu bringen. Insbesondere bei den V-Waffen ist es manchmal ein bisschen schwierig zu recherchieren, weil die Anlagen waren streng geheim und die Unterlagen hat man häufig kurz vor Kriegsende vernichtet, damit die Alliierten die nicht bekommen oder teilweise sind die sogar noch unter Verschluss. Und ja, bevor wir jetzt hier alle durcheinander reden, melde ich mich gleich nochmal wieder. Wir haben gerade erfahren, dass der Eingang für den Zug zu ist. Ja, aber das fürs Video sieht das doch viel besser aus, wenn wir hier... Hier rühren. Aber ziemlich rutschig, Leute. Ja, er hoch jetzt. Ja, okay. Lass. Nee, wir gehen außen. Wen haben wir denn hier? Jetzt geht in die Höhle rein, oder was? Nee, außenrum ist viel besser. Ja. Das ist hier die Altherrenriege. Kommt aber hoch. Mit den Beinen und den Händen. Ja, hast du Hunger? Nee. Fabi hat immer Hunger. Wie viel kostest du deinem Vater jeden Tag? Keine Ahnung. Wahrscheinlich so um 12 Euro, ne? Das ist der arme Mann. Also wenn ihr ja, spenden möchtet. Bitte Spendenkonto. Bitte spendet. Paypal. Ich leite das auf jeden Fall weiter. Behalte so ein bisschen Arbeitspauschale, aber ne, damit er den Jungen weiterhin durchbringen kann, spendet bitte einmal für Gerold und Sohn. So, Spaß vorbei. Wir gucken uns doch mal hier die wunderschöne, das wunderschöne Eingangsportal an. Und ich gebe euch natürlich auch ein bisschen Licht drauf. Schaut mal,
wie riesig das ist. Unglaublich. Es gibt ein paar Abplatzer von Sprengungen oder Beschuss. Genau kann man es nicht sagen. Aber das ist schon wirklich imposant. Teile des Teams sind gerade den beschwerlichen Weg gegangen. Wir werden uns wahrscheinlich gleich den einfachen Weg nehmen. Und hier dieses riesige Tor ist original aus dem Zweiten Weltkrieg. Ist immer zu. Mega. So, Blick zurück. Eieiei, Leute, das ist richtig gut. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr gutes Video. Was denn? So, meine Lieben. Also, da bin ich gerade hochgeklettert. Sah wahrscheinlich einfacher aus, als es ist. Aber mit meinem Freund, dem Baum, habe ich das ganz gut geregelt. Und bin gesund auch hoch. Und wir gucken uns jetzt hier mal den alten, das alte Abbaugebiet an. Ich zeige euch mal, was ich hier gerade sehe. Hier ist wahrscheinlich, also höchstwahrscheinlich, sogar Stein abgebaut worden, Sandstein. Ist hier für die Region typisch. Aber das, was ich euch ja zeigen möchte, ist hier diese wunderbare Anlage. Und die Raucher. Na, ihr beiden? Na, wir frühstücken halt anders. Ja, Lungenbrötchen. So, wir gucken uns noch mal ganz kurz das Tunnelportal an. Das nicht fertiggestellte. Hier unten. Ja, es ist mega gut, oder? Episch Einschusslöcher. Mhm, denke auch. Und da habt ihr mal einen Größenvergleich. Es geht 5 Meter, würde ich sagen. Ungefähr. Ja, 6, 7, bestimmt. 20. So, das, guck mal, das ist wie ein Bunker gebaut oben, ne? Ja, das Abgrunde ist ein Bunker, das ne? Im Prinzip, also Regelbau nur länger, ne? Ganz genau. Ja, ganz genau. Ist ein Regelbau nur länger. Oder höher, besser gesagt, nicht länger. So, spannend, Leute. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein, ne? Oh, guckt euch mal die Riesentüren an. Hier wurden übrigens LKWs reingefahren. Und da oben sind sogar noch die Isolatoren. Auch wieder aus Glas, wie wir gestern im Margival gesehen haben. Hier werden wahrscheinlich Tarnnetze angebracht an den Ösen, oder? Könnte, ja, ne? Getan war das auf jeden Fall. Ja, ja, das waren wahrscheinlich Ösen für Tarnnetze, ne? Da auch. Ja, die sind neu da. Ach so. Da oben, die, würde ich sagen. Die sehen ist das kalt, ne? Bunkerluft. Ja, guck mal, der Oliver vor. Guter Windzug, das heißt, die Blätter sind schon mal guter. Ja. Deutsch. Alter Vater. Krass, ne? Ja. Also, das ist ja mal. Guck mal, Stangenmagazin hier. Ja. So, nochmal die. Alter, hier oben, guck mal. Die Isolatoren. Ja, also, du siehst ja, wofür die Anlage gedacht war. Also, das sind schon dickere Stromleitungen, ne? Ja. Also, tatsächlich. Die sind schon ordentlich. Und Aluminium, ne? Ist Aluminium. Deswegen sind die auch noch hier. Wirklich. Ja, aber die Türen sind schon. Die Tore sind tatsächlich original. Ja, absolut. Und massive. Richtig schön massiv. Ja. Boah, Leute, schaut mal. Ein bisschen Lichtspiel. Ja, soll ja auch romantisch sein. Ne? Bunkerromantik sagt man immer dazu. Ja. Einen Raum gibt es hier. Und was kann der Raum? Ein Elektroraum. Ja. Ah, ja, ja, ja. Den muss man finden, den habe ich schon die Bilder gesehen. Habe ich gesehen, habe ich gesehen. Gerold, danke schön für diesen tollen Pin, dass du den wieder rausgesucht hast. Bitte, bitte. Meine Glücksglatze. Ah, Leute, wir sind jetzt schon ein paar Stunden zusammen. Und das gibt es, glaube ich, wirklich nur unter Männern. Diese Bromance, sagt man ja dazu. Und wir haben wirklich eine gute Zeit. Guck mal, ich bin wieder der Einzige, der in diese Löcher reinkrabbelt. Alter Schwede. Ich hätte vielleicht Bescheid sagen sollen. Ich bin nämlich schon wieder komplett weg von den anderen. Also hier sieht man, dass es ursprünglich dafür da gewesen ist, Steine wegzuhauen. Eieiei. Gehe ich nochmal zurück und sag denen Bescheid? Oder gehe ich eben alleine? Oh, natürlich.
fachmännischen Helm auf. Alter, Scheiße. Man hat hier den Abraum reingeschaffen. Ich glaube, das spare ich mir aber. Puh. Sauerstoff ist auch nicht so gut hier drin. Deswegen gehe ich mal wieder runter. Oh. Ui. Ich zeig's doch mal. Also, ihr merkt es gerade an meinem Atmen. Der Sauerstoffgehalt ist nicht so geil. Hier! Ich komme gleich. Alter Schwede! Das Ding ist ja riesig. Hier kommt man wahrscheinlich zum Hauptgang. Ja. Hier hat man den Verbruch hingetan. Hier gibt es einen abgeteilten Raum. Und. Eieieiei! Okay, wir müssen zusammenbleiben, Leute. Ich gehe mal wieder zurück. Das bringt nichts, wenn ich hier die Anlage auf eigene Faust erkunde, wie sie riesengroß ist. So, unser Sauerstoff ist direkt besser. Wir sind im Hauptgang. Da war auch mal ein Weg. Überall den Verbruch reingebracht. Da waren wir ja gerade drin. Gab auch eine Panzertür. Alter, da geht schon direkt richtig weit rein. Ja, überall, ne? Ja. Hier war mal irgendeine Installation. Wir dürfen nicht vergessen, da kamen ja LKWs rein. LKWs. Es ist also eine Anlage, die befahrbar ist, beziehungsweise war. Und die Sachen hat man dann hier abgeladen und dann in die jeweiligen Stollenkammern verbracht. Alter Schwede. Hohoho. Leute, das wird ein richtig gutes Video. Das wird eine richtig gute Anlagenbefahrung. Und da kommt man. Mega gut, oder? Oh, Olli, richtig gut, oder? Ja, Mann. Willst du die chinesische Zeitung lesen? Nee. Ungern. Die chinesische Zeitung. Ungern. Wo gehen wir gerade aus, alle, oder? Wir waren schon, ich komme auch mit dir. Ja. Guck mal hier, was haben wir hier? Ein Stempel, oder? Nee, das ist ein Kabelkanal, ne? Ja. Kabelkanal. Ach, Xing Chongpeng. Chinesische Zeitung. Hier ist das Kabel. Und das ist eine Kabeltrassel, damit das Kabel nicht beschädigt werden konnte. Und da geht es hoch. Und hat da Georg aber was Gutes rausgesucht, ey. Ja, da ist alles zu. Ja? Kurz mal einmal links, rechts gucken. Dass wir das wenigstens einmal drauf haben. Genau, hier ist eine Kammer. Da hat man wahrscheinlich was untergestellt. Und dann gehen wir wieder zurück. Und man muss immer gucken, die haben ja häufig was in die Wände geritzt, dass wir das nicht übersehen. Das wäre sehr schade. So gut. Hier hat man noch mal mit Rundbögen verstärkt. Da oben. Isolatoren, Halterung. Guck mal, auf dem Boden. Links und rechts, da wo die Reifen waren, ist verdichtet und in der Mitte ist relativ weich, ne? Ja. Natürlich viel Beschriftung oder viel Graffitis hier drin, leider. Das bleibt bei so einer Anlage nicht aus, die immer offen steht. Hier haben wir Trennwände drin. Meinst du, Sturz.
Ein Sturz. Ah, ein Sturz. Ich habe Metallträger. Ja, Sturz. Gebaut. Aber wofür? Damit das nicht runterkommt. Wer weiß, vielleicht ist da drüber eine Straße. Ja, das ist der Berg. Wir sind ja in einem Berg drin. Ne? Guck mal, das ist der alte Sturz hier. Ja. Und dann hat man den verändert, weil der bricht ja hier schon in der Mitte. Ne? Das ist ein Sturz, Leute. Guck mal, 1898 da oben. Da oben steht 1898 Parot. Geil. Könnte aber auch ein Fußballverein sein, den man da oben reingekritzelt hat. So, wir haben, glaube ich, eine Karte sogar. Gerold ist immer perfekt vorbereitet. Aktuell fehlt mir so ein bisschen Motivation, selber alles zu planen. Stopp. Aber wir haben ja Gerold zum Glück. Okay. Boah, riesig die Anlage, ne? Da sind wir erst. LKW, jetzt müssen wir uns immer rechts halten, dann kommen wir mal zum großen Bahn. Also hier sehen wir nochmal die ganze Reisegruppe. Ei, ei, ei. Wie sie da anstehen. Ja, der Urbex-Bus. Der Urbex-Bus, genau. Der Urbex-Bus Frankreich. Da seht ihr den Urbex-Bus, Leute. Schnell wieder auflösen. Ja. Der Urbex-Bus, der Fahrer vom Fahrer, Initiator und ausführende Kraft vom Urbex-Bus. Der Bus läuft da so schnell weg. Tschup, tschup. Tschup, tschup. So, ein Überbleibsel aus längst vergangenen Zeiten, eine Maske. Vom Bus war und der Sonnenschein-Bus ist legendär. Oh, und immer rechts, haben wir gesagt. Hier nochmal der Blick zurück. Altes Glas. Aber ob das aus der Zeit ist, schwierig zu sagen. Boah. Da musste man schon fahren können. Also so ein Meilerwagen, der besteht ja einmal aus der Zugmaschine und Anhänger mit der V2. Und hier ist schon fast eng. Auch wieder ein Sturz da oben. Ich glaube, jetzt müssen wir rechts, oder? Ich bin eine Blume. Ja, wie bist du? Unblümchen, ne? Boah. Eisenbahnschienen oder sowas. Aha, gegen Abstürzen. Wirklich Eisenbahnschienen, ja? Früher noch. Ich dachte, ich sehe die Eisenbahnschienen. Nee, ja, Eisenbahnschienen. Hast du ein paar Informationen über die Anlage? Steuerbetrug. Oh, es gibt wieder nicht viel, ne? Weil geheime Anlage. Das, was ich dir halt geschickt habe. Okay. Hast du auch nicht, ne? Wir erkunden lieber die Anlage, bevor wir uns informieren. Und dann, wenn ich die Videos schneide, dann informiere ich mich nochmal und mache dann meistens ja ein Intro, wo ich dann über die Anlage oder über die Geschehnisse informiere, aber ich möchte immer so wenig vorbelastet wie möglich in diese Anlage reingehen, um die halt selber zu erkunden und nicht voreingenommen zu sein. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Hier war wahrscheinlich eine Schalttafel installiert. Da aber auch wieder. Also wenn so viele Isolatoren sind, dann zeugt das natürlich darauf, dass hier diese Anlage sehr, sehr viel Strom benötigte und nicht einfach nur Licht hier benötigt wurde. Schaut mal hier, wie viele Isolatoren da oben sind. 1, 2, 3, 6, 8 Stück. 8 Stück. Hier ist eine Kabeltrasse auf dem Boden. Boah, Alter! Das ist ja wohl der Hammer, ne? Ja. Ey, das ist mit... Ey, Gerold, das ist, also ich bin ja selten noch geflasht, aber das ist schon wirklich, ja, das ist schon richtig gut, Leute. Ich glaube, im deutschen YouTube gab es das bis jetzt auch noch nicht, diese Anlage. So, Porte stand auf dem Bogen, also ich gehe davon aus, dass es hier auch wieder Richtung Ausgang geht. Es könnte, Gerold, das müsste doch der Zug-Eingang sein. Den Zug hören wir ja gerade. Nee, nicht den, ich meine den alten Zug. Das müsste dann der Zugeingang sein, ne? Ja, ne? Genau, ist der Zugeingang. Wir gehen davon aus, dass das tatsächlich der Eingang ist für den Zug. Wir gucken jetzt mal an.
mega groß. Richtig, richtig geil. Ja, das ist wirklich bemerkenswert, Leute. Das Spannende ist halt, hier konnten die mit dem Auto reinfahren, ne? Viele, also ich kenne nicht so viele Anlagen, wo man mit dem Auto reinfahren konnte. Hier ist die Einfahrt, also wir sind einen Seitenarm gegangen. Hier ist der Bahnhof. Alter. Leute, ihr hört, wir sind alle gerade. Alter! Das ist doch nicht euer Ernst! Alter! Was sagst du? Damit hat man nicht gerechnet, oder? Voll geflasht. Ja, guck mal! Guckt euch das mal an! Das ist nicht wahr! Das ist einfach nicht wahr. Und schaut mal da oben, wie kleine Ameisen. Warte, warte, warte. Alter! Hier kamen sehr viele Alters durch die Innenverlagerung. Mega! Mega, Alter! Mega! Boah! Geil, oder? Juhu! Wir sind jetzt gerade am Verladebahnhof, Leute. Hier oben haben die Leute gearbeitet und hier unten waren die, wäre der Zug gewesen mit der V2. Bitte? Jetzt laufen wir mal vor zum Tor. Ja. Da ist auch nochmal oben so eine Schießscharte. Nein. Dann lass uns mal da hingehen. Da hast du aber was Feines für uns rausgesucht. Mach schon Drahtzaun. Alter, Verschlusskasten für Strom. Jo, wir sind schon da. Also das ist eine richtig, richtig gute Anlage. Bei solchen Anlagen habe ich immer Angst, meine SD-Karte zu verlieren, wenn ich zu Hause bin. Bevor ich zu Hause bin. Also es ist jetzt nicht unbedingt ultra weit von zu Hause, aber 5-6 Stunden fährt man halt auch nicht mal eben. Guck mal, hier hat es eine Sprengung gegeben, ne? Da, siehst du das? Ja. Hat es eine Sprengung. Jo. Da ist das alles noch da. Guck mal, so, die Verschalbretter sind noch da. Man hat das Ding in, fluchtartig verlassen. Boah. Guck dir das mal an. Das ist auch richtig gut hier oben. Das bedeutet, es ist also mehretagig. Mindestens mal zweietagig. Und wir sind jetzt hier in dem Bereich, wo die Züge reinkamen. Oder hätten reinkommen sollen. Und es ist genauso aufgebaut wie drüben. Schaut mal hier. Ah, hier, also guck mal hier. Hier wäre ein Tor runtergekommen. Hier war die Vorrichtung für ein Tor. Ein Schiebetor. Schiebetor. Ein Schiebetor. Ein Schiebetor. Boah. Ey, was die damals gebaut haben. Also, ich versuche ja immer ehrlich zu euch zu sein. Aufgrund der Sachen, die wir alle schon gesehen haben, ist es für mich echt schwer mittlerweile, mich noch zu begeistern und dass ich geflasht bin von irgendwelchen Anlagen. Aber diese Anlage flasht mich tatsächlich richtig. Alter, schaut mal, wie schön. Das ist der Hammer. Das ist der absolute Overkill. So, wir sind jetzt da, wo wir gerade vorstanden. Und wir machen da erstmal ein paar Fotos und warten auf die anderen. Und zeigen natürlich uns. Hier war Kommunikation, damit man kommunizieren konnte mit den Leuten draußen. Hier hat man irgendwas vorgestellt, Rüttler oder so. Und die riesigen Tore. Irgendeine elektrische Verteilung. Und da schaut mal. Mega, da kommen die Bagage. Oh, da oben ist die Schießscharte. Habe ich noch nicht gesehen. Da, schaut mal, direkt da oben. Das bedeutet, man kann also da hingehen
und von dort aus hat man den Eingang verteidigen können. Und guck mal, hier ist es leicht abschützig oben. Das bedeutet, man konnte den da oben so gut wie gar nicht treffen. Der hatte also eine perfekte Verteidigung. Mal gucken, was die Jugend sagt. So ein Leben aus der Mannschaft. Ja. Ja, sollte. Meinst du nicht, dass hier ein Schaut mal hier. Haben wir die klassischen Aufzählungsstriche. Ganz schön viele. Becky hat gerade noch Fotos gemacht. Und wir gehen jetzt rein. So, hier haben wir nochmal den Anfang des Verladebahnhofs. Ich gehe mal oben lang. Und da würden wir natürlich gerne hoch, weil wir wollen unbedingt in die Skischatte rein. Aber das ist ein bisschen zu gefährlich. Machbar wäre es, glaube ich. Hier ein Fuß drauf, da ein Fuß drauf. Und da muss man da... Oliver, sollen wir hier hochklettern? Okay, vergiss es. Theoretisch geht das. Okay, wir haben einen, der freiwillig ist. Der hat ja auch einen Helm auf. Also, hier ein, da ein, da ein. Du kriegst die Mauer aber nicht. Klar kriegst du die. Die kriegst du super. Die hat überall diese. Ah, du kannst die festhalten, ne? Nee. Wir gucken Füße gehen. Du kommst von oben daran. Ja, okay, dann. No. So, ich hab vergessen, man braucht ja auch seine. Du schaffst das doch. Also, guck mal, hier ist ja kein Problem, oder? Olli, guck mal, hier ist kein Problem, ne? Das Problem ist, dich da festzuhalten, wird, glaube ich, schwierig, ne? Also, du kannst quasi hier über die ganzen Bösen hoch, da ist ein Loch, da kannst du mit dem Fuß rein. Da sind mehrere Löcher. Ich müsste gehen. Da ist doch ein Klettersteig, ne? Du hast Familie, hör auf. Das haben wir doch, Olli, das haben wir schon ein paar Mal gemacht, sowas, oder? Schau mal hier, es ist eigentlich perfekt. Das ist ein Klettersteig. Oh. Nein, ne? Okay. Man muss ja nicht alles machen. Alter, diese Ausbuchtung auch immer links und rechts. Also hier diese Höhe ist bestimmt 2,40. Und hier haben damals die Arbeiter an den V2-Waffen gearbeitet oder hätten gearbeitet. Und man hat das einfach hier in den Stein gehauen und das, was nicht passte, mit Stahlbeton und Beton verarbeitet. Verschiedene Halterungen da oben noch aus Holz. Das ist auch wieder revolutionär. Das ist wirklich revolutionär. Richtig gut. Richtig, richtig gut. So, die bleiben stehen. Mit der Treppe da und tiefer in den Berg rein nach links. Also die Bahn wäre einfach nur geradeaus gefahren, dann wäre das im Laden. Und nach links wären die Raketen dann in den Stollen tiefer reingekommen. Und ihr seht das ja, die Laufkatze da oben, wie die lief. Also einmal geradeaus und einmal nach links in den Stollen. Dankeschön. Also einfach nur krass. Absolut beeindruckend. Das bedeutet, die Raketen werden nicht weiter geradeaus gefahren, die werden links oder wofür ist... Hier ist der Zug rein. Ja. Ja. So. Und dann wäre der links, rechts abgeladen. Oben ist die Laufkatze gewesen. Mit einem Deckenkran. Dann hätte man die vom Waggon runter nach hier und dann so in die Anlage rein, tiefer in den Berg. Zur Lagerung? Zur Lagerung, genau. Ah, okay. Und dann wär der Zug rückwärts wieder rausgefahren. Mhm. Und von der anderen Seite auf LKWs, also von mobilen Einheiten abgeholt, auf LKWs und zu ihren Startrampen gebracht. Ah. So war das. Und warum geht es weiter geradeaus? Wieso geht es weiter geradeaus? Weil der Zug so lang ist. Da kommt der Zug lang, der ist 150 Meter lang. Stimmt. Und alles voll mit. Und die haben ja nicht nur drei Raketen auf so einem Zug. Ja, hast du natürlich. Da weiß ich nicht, pro Waggon zwei Stück nebeneinander und ewig lang. Ne? Wie lang ist so eine V2? Ich glaube, über 20 Meter. Ja. Also hier war, hätte richtig... Boah! Über 20. 21, glaube ich, oder 24. Ja, die ist riesig. Die Amerika-Rakete war 40, 45 Meter hoch. Aber gibt es hier keine Lagerhalle? Die Lagerhalle war links. Da. Ja, muss es eine Lagerhalle geben. Eine richtige Halle, eine Lagerhalle. Ich gehe davon aus. Dafür ist ja gebaut. Ich weiß nicht, wie weit der Baufortschritt war. Der war ja nie...
Guck mal. Ja, es ist abnormal. Es ist wirklich abnormal. Unheimlich. Das bedeutet, hier sind ja auch mehrere Verstrebungen in der Decke, aber das sind Halterungen, dass sich die Deckenkran. Das hier ist die Halterung für den Deckenkran. Ja? Da wäre der Deckenkran drüber okay. Gelaufen. Du siehst ja, wie der Deckenkran. Ja. Das, ja, aber der war nie dran wahrscheinlich, ne? Nein, der war nie dran. Der war nie dran. Im Bau. Ja, okay. Und da hat man tatsächlich auch schon aufgehört. Boah, das ist so spannend, Leute. Das ist Hochtechnologie im Bergbau. Also, das ist. Also, ich kenne ja Mimoyekkes, V3, ich kenne Del Palleques, Blockhaus. Aber das hier ist nochmal eine ganz andere. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Das ist eine ganz, ganz andere Nummer. Mega. Aber die geht gerade runter. Ach. Was haben wir denn? Wahrscheinlich ein Luftschacht. Schaut mal. Das ist wahrscheinlich ein Luftschacht. Schaut mal. Hier, machen wir mal. Ein Spaß. Ich höre schon wieder Leute. Also ihr seht, die Anlage begeistert nicht nur mich, sondern auch jemanden hier, mit dem wir unterwegs sind. Also allen eigentlich. Und weiter geht's. Da ist der Olli gerade runter und hier sehen wir, dass hier die Bewehrung endet. Man hat hier das Bauwerk gar nicht mehr ausgekleidet. Hier ist sogar noch der nackte Fels. Hoppala, da ist sogar noch der nackte Fels. Und hier hat man dann tatsächlich mit der Verschalung aufgehört. Boah. Also vielleicht sogar besser als Ostwald für mich gerade. Schaut mal. Nein, das kriegen wir nicht. Dafür sind wir zu weit weg. Oh, hier wird's eng. Muss man aufpassen, was man hier runtergleitet. Hier haben wir nochmal einen weiteren Verladebahnhof. Das bedeutet, man ist hier mit dem Zug reingefahren und hatte verschiedene Verlademöglichkeiten. Hier eine, da vorne war die zweite. Da schaut mal hier. Da könnte man auch hochgehen. Oh. Boah, das ist so riesig. Also, ich glaube, eine der besten Anlagen, die ich hier gesehen habe und die ich euch hier mal zeigen kann. Ein riesiges Lüftungsrohr. Also es ist wirklich richtig groß. 1,40, 1,20. Um die ganze Anlage zu belüften. Und ich melde mich gleich mal wieder, damit ihr nicht immer das gleiche seht. Blick zurück. Es lohnt sich hier wieder die Kamera einzuschalten. Hier haben wir nochmal einen Verladebahnhof. Und da hinten ist ein riesiger Verbruch. Da gehen die Kollegen schon drüber. Hier wird das auch schon nicht mehr so hoch. Das bedeutet, das war das Ende des Zuges, das Ende des Gleises. Ein riesiger, ach guck mal, hier haben sie Partys gefeiert. Traverse. Also einen richtigen Rave hat man hier abgehalten. Ich glaube, Akustik ist hier richtig gut. Wäre ich gerne dabei gewesen. Und hier hat man sich versucht durchzugraben. Das ist ja krass. So, und hier hat man Sandbags reingelegt zum Verschließen. Genauso wie hier, wahrscheinlich gegen Verschütten. Und hier geht es weiter. Und das sind die Armierungen, die Befestigung für den Kran. So, Sauerstoff wird ein bisschen schlechter. Oh, geil, oder? Ja, riesig. Aha. Boah, Leute, das ist wirklich. Ich bin begeistert.
gucken, was wir hier haben. Auch Sandsäcke überall. Boah, Badewanne. Wie kommt denn hier eine Badewanne? Eine Lore? Hier liegt einfach eine Lore drin. Hier ist ein Empty. Es ist einfach riesengroß. So, hier scheint mal hier richtig Wasser drin gestanden zu haben. Die Fußabdrücke sind richtig tief. Und hier haben wir... Manchmal wünsche ich mir einfach, dass es einfach zu Ende ist, aber es geht einfach immer weiter. Deswegen schließe ich jetzt erstmal auf. Und da könnte man auch durch. Wahrscheinlich von damals. Schaut mal. So, ich schließe jetzt erstmal auf, bis gleich. Scheint ein Stahlträger zu sein. Hier hat man eine Badewanne reingelegt. Hier ist was Interessantes. Was Interessantes? Oh, was ist das? Ein Bus? Ein Citroën. Ja, auch ein Bus. Du magst ja Autos, ne? In U-Verlagerung. Das ist ein schickes Ding. Und richtig. Der hat auch keinen Schlüssel. Ja. Der hat noch den Drehknopf zum Anmachen. Ja? Und vorne, Pistolschaltung? Ja, und vorne, Pistolschaltung und vorne keine Scheibenbremse, Trommelbremse. Geil, vorne. So, ich will den nicht zerstören. Da vorne Pistolengriff, Leute. Ganz, ganz selten. Ich habe noch nie einen gesehen. Jetzt weiß ich, was ein Pistolengriff ist. Pistolenschaltung. Geil. Ja, der ist old. Old but good. Und vorne Trommelbremse, so wie Olli sagte. Richtig gut. Wann bist du Trommelbremse? Ja, das ist schon ein paar Tage alt. Guck mal hier. Wahrscheinlich Essensausgabe oder so. Bisschen wie Küche, ne? Ich weiß es doch auch nicht. Guck mal, hier haben sie Pilze. Pilze gegrowt. Ach, da ist das Ding riesig. Das ist einfach riesig. Lohnt sich links zu gehen? Nee. Hier wurden Pilze gezüchtet, Leute. Pilzzucht. Aber keine Waldmalereien, ne? Bisher. Ich glaube, wir kommen nicht nach oben. Oh, schaut mal. Die Abstützungen. Hier gibt es nichts zu sehen. Gehen Sie bitte weiter. Hier arbeitet man auf jeden Fall statisch mit Badewannen. Nein, hier waren die Champignons. Ja. Da waren die drin. Die sagen, ja, ist ja süß. Oh, Romantik. Ja. Ich glaube, hier bist du ja auch wieder locker anderthalb Tage unterwegs, um alles zu machen. Ja. Ja, mindestens. Du, dann gehen wir wieder dahin, wo die Raketen hätten gelagert werden. Ja. Olli? Ja. Wir gehen. Ich glaube, der liegt schon wieder in der Badewanne. So, da sind wir jetzt hergekommen. Da sind wir ursprünglich hergekommen und wir gehen jetzt hier über den letzten Bahnhof nach oben und der Zug sollte nicht drehen, so wie Mackie ursprünglich gesagt hat, sondern die Anlage wäre so gebaut worden, dass der Zug hätte wieder vorne raus fahren können. So, und wir gehen jetzt mal hier den alten Gang hoch und sind jetzt oben und schaut mal, hier ist noch ein alter Prellbock, dreht euch mal. Da ist noch ein alter Prellbock und hier ist die Schiene. Da ist noch ein Teil der Schiene. Und da gehen wir jetzt hoch. Cool, oder? Ja.
Und das war da. Mega gut. Und dieses Loch da oben habe ich euch ja gerade gezeigt. Das hier ist der Oliver. Das sind die anderen Verrückten. So. Auf die Knie. Warte. Kannst du auch mal ein bisschen leuchten, bitte? Auf die Knie? Ja. Okay. Und zack. Warte. Ich entlasse mich so. Verschimmelter Mock und unaufgebaut. Also geht geradeaus und dann ist, glaube ich, schon fast Ende. Aber man müsste von der rechten Seite da irgendwie ankommen. Also es geht nicht wirklich weit. Soll ich gucken? Ja, natürlich. Du bist doch schon oben. Könnt ihr mir die Kamera mal mitgeben? So. Und ab jetzt. Ab jetzt gibt es den Übergang. Achtung, ruf den Krankenwagen bitte schon mal an. Jürgi, die erste, filmst du schon? Du willst da so hoch. Warte, Jürg, willst du noch was sagen? Ich habe niemanden, den ich liebe. Ach, Diego, ich liebe dich. Aber das weißt du ja. Aber ich liebe dich auch. Ich liebe dich auch. Ich liebe dich auch. So. Ich gehe mal in die Totale. Jungs, Achtung. Ja, einmal Licht. Also Jörg, die Totale ist schon mal geil. Ja, jetzt muss man noch schaffen. Guck mal, der Einzige, der arbeitet. So, jetzt komme ich hinter dich. Und du musst das mit Anlauf machen. Ja, klar. Okay. Nein, du musst höher. Der Richter darf festhalten, direkt noch einen höher springen. So Jörg, ich mache das episch von unten. Jörg, wenn du losrennst, guck in die Kamera. Wenn du abspringst. Ja, und wenn du springst, guck auch in die Kamera. Wir können das auch schneiden. Wir können auch platt, aber nicht in die Kamera. Nummer 1. Also neues Pack. Pack 47. Nummer 2. Einen höher muss ich. Ja, das weiß ich. Ja, mach's mal so, oder? So, liebe Leute, das war Versuch 80. Achtung, Jörg, ich mach nochmal von unten, das sieht nochmal episch aus. Warte, ganz kurz. Ganz kurz. Oh, noch epischer. Jörg, nur der Absprung muss episch aussehen. Den Rest machen wir per Stuntman. Nein! In die Kamera, sag doch mal. Das war episch. Gib mir deine Hand! Gib mir deine Hand! Der muss da hoch! Oh, Jörg, oh, so oh, ja, bleib so, Jörg, für deine schwulen Fans. Oh. Er macht den Unter kaputt. Ah, nee. Verdammt! Komm doch, bin zu schlecht. Jörg, der Olli ist einen Meter hoch und hat das geschafft. Und du bist zwei Meter hoch. Komm! Ich bin 1,11 Meter. Lauf an dich. Achtung. Ah, nee. Was denn ist? Was ist da los? Ja, mach komm runter. Ich hab's ja gar nicht auf Kamera. Ey, du musst doch jetzt schon am Schwitzen. Du bist doch jetzt schon am Schwitzen. Ja, ich. Du musst keinen was mit beißen, Olli. Alter, geh mal da einer hin, falls er abrutscht. Habt ihr das gesehen? Ja, da haben wir zwei Tote. Alter. Kann ich mal einer annehmen, also nur, dass sich da einer. Hier, yeah, Fabi, guck mal, da, was er macht! Guck mal, was er macht! Der frisst einfach die ganze Zeit! Ich würde da, glaube ich, gar nicht mehr runterkommen, ne? Wir können auf die andere Seite drauf. Ach so, rückwärts. Ach so, viel Kamera. Nein, ich würde nicht mehr runterkommen. Ich habe die besten Freunde, außer ihn hier. Was machst du da? Guck mal, was er macht. Ja, der darf trinken. Der hat wenigstens eine Kamera, der hat gearbeitet. Komm jetzt, Olli. Olli! Olli? Ja, aber das ist so, Leute, ich weiß nicht, ob ich das in das Video mit einbinde. Hier ist schleimig rutschig, Alter. Das ist mein Bewerbungsvideo für Roofless TV. Durchgefallen. Na, was macht das? Was nimmt die Leiter? Bist du? Licht. Was willst du haben, Jürgi? Sag mir, was du haben möchtest. Ich vertraue dir, ich brauch dir nichts sagen. Okay. Licht kommt. Jetzt krieg ich den Abstand.
Okay. Zum Gegenschneiden. Jetzt zum Gegenschneiden, zum Loch hin. Zum Loch! Jetzt zum Loch! Ja! Warum hast du nicht hergefühlt? Boah, Jörg, du bist wirklich hochgekommen. Ey, Jörg, du bist wirklich hochgekommen. Ey, Jörg, guckt euch das mal an. Da ist der Jörg gerade hoch. Und schön, wie du in der Doggy da oben hängst im Eingang. Joch, das ist. Und alle am Essen da unten. Das ist ein bisschen wie Kirmes da unten. Ihr Kino für die gewesen. Ey, ohne Mampf kein Kampf. Ne? Ja. Oh, yeah. End am Zittern jetzt. Boah, jetzt ist das hoch. Schon mal. Ja. Ich hätte nie gedacht, dass du da hoch bist. Ich auch nicht. Aber es ging um Leben und Tod. Es ging um Leben und Tod. Also, die machen sich jetzt sogar über mich lustig. Weil es wahrscheinlich nicht so schwer war. Fake News. Vom Hoch. Richtiger Sandstein hier. Das ist Sandkastensand hier. Isolierung? Ne, Licht war das sogar. Oh. Wunderschöner Sand. Hoppala. Zack. 4. Nee. Atelore. Alter, ist das riesig. Irgendwas von der Lore. Stahlträger. Und hier, das müsste der LKW-Bereich sein. So, meine Freunde, schaut mal hier. Gibt es noch einen kleinen Weg. Der obligatorische Schuh liegt natürlich auch hier. Oh. Aber keine Wandmalereien großartig aus der damaligen Zeit. Wieder Sandsäcke. Hier ist komplett verstrebt da oben. Ui, hier ist ein Ende. Hätte ja weitergehen sollen. Und schaut mal hier. LKW. Zufahrt. Hier sind wir jetzt. Mhm. Jetzt laufen wir den blauen Weg hier zum zweiten Verbindungsgang und dann treffen wir uns hier. Hier sind wir abbogen. Ja. Und dann sind wir beim ersten Mal. Okay, sehr gut. Und gefällt dir? Ist top, oder? Ja, sehr geil. Schon sehr geil. So, herzlich willkommen zurück. Wir haben uns gerade noch mal ein bisschen akklimatisiert. Noch mal auf die Karte geguckt. Fabi schließt gerade auf. Und jetzt gehen wir über den LKW-Bereich zurück. Aber so weit waren die ja noch gar nicht. Ja gut, okay. Nee, du hast mich überzeugt. Was haben wir hier? Da lag die V2 drauf. Wo drauf? Da, auf dem Ding. Jo, das ist dieser Drehkreis. Ach, geil. Ja, drehbar, dass die um die Kurve kommt. Da im Museum. Mega gut. Ja. Ey, das Ding... Da vorne ist der Kranz übrigens, der liegt hier um die Ecke. Du warst ja im Lac Coupole. Mhm. Da war doch so ein Ding. So ja, 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 hast recht. Du hast recht. Und da liegt ja, die V2 drauf. Die waren noch gar nicht so weit, deswegen wundert mich, warum schon alle da ist. Vielleicht um das zu testen, ob das funktioniert. Ja. Geil, Leute, hier liegt einfach der Transportwagen von. Ich war schon für dich und du echt für mich. Ich war schon da. Warst schon da? Ja, ich bin doch gerade da hochgeklettert. Ja? Ja. Ja, aber ich bin da noch dran vorbeigelaufen. Du kommst von dem kleinen Stollen dahin. Ja. Natürlich. Ja, da, wo ich hochgeklettert bin. Nerd ist hochgeklettert. Hat ja. Ein paar Mal gebraucht, aber dann hat er es geschafft. Aber dann hat er es geschafft. Guck mal, Leonel Messer war hier. Leonel Messer. Sei da dran? Okay. Das ist so eine Lore, also einer von diesen Wagen, wo die V2 drauf lag. Das hier oben ist
gedreht, also jetzt wie so ein U, wo die V2 reingebettet war. Das war dann drehbar, dass diese 20 Meter lange V2 auch um eine Kurve rumkommt. Ne? Das hätte sich dann mitgedreht, dass man sie um die Kurve bringen kann. Warum das schon hier ist, obwohl das noch nicht fertig ausgebaut ist? Wahrscheinlich um zu testen, ob man die richtigen Winkel eingehalten hatte, also ob man wirklich mit den V2-Raketen um die Ecke rumkommt. Und das ist wirklich noch so ein Relikt. Wir blenden es mal ein, wie es aussieht, wenn es fertig wäre, damit ihr euch das vorstellen könnt. Und so hätte es dann quasi ausgesehen. Und das ist noch so ein Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg für die V2. Also was ganz, ganz Spannendes und natürlich auch ganz, ganz Seltenes. Und jetzt komm mal mit, ich habe da was für dich. Für mich. Ja, geh mal da rum. Schwenk mal die Kamera, genau. Und schau mal hier. Da ist der Kranz, ne? Ja. Ja. Alter, das wird schwer, das Dank. Alter Schwede. Genau. Kannst du den drauf. Leicht drehen? Zur Kamera, zu uns? Genau. Ja, das ist so eine Apparatur. Ja, ne? Ja, der war, lag da drauf. Genau, der lag da drauf. Der war dann irgendwie auf einem Kugellager irgendwas, also auf Rollen irgendwas, dass der gut fest ist, aber sich auch gut drehen lässt, ohne ruckeln. Und dann wäre die Rakete um die dann doch engeren Kurven rumgekommen. Das ist schon ultra interessant, ultra schwer das Teil. Geil. Also so Relikte findet man noch hier in diesem Nachschublager für das Aggregat 4, also auch V2 genannt. Sehr gut. Cool. Ja, so super, ne? Wenn das einer sieht hier, ne? Übelst aufwendige Production. Aha. So Leute, was meint der Mickey? Warte mal, guck mal hier. Schaut mal hier. Darf ich mal kurz? Ja. Ich habe was gefunden. Pass mal auf. Jetzt geht es ab. Nein, Pilze? Pilze. Oh, warte, wir drehen mal um, ob da irgendwie ein Barcode drauf ist. Und dann kannst du 3.8.24. Das ist war ja gerade erst. Ganz fresh. Hat jemand Pilze? Mushrooms. Ja, kennst du dich auch mit aus? Der weiß eigentlich. Schade, dass ich jetzt kein Patch von mir bei habe. Dann würde ich ein Patch mit reinlegen. Scheiße. Es ist ein Dingsbums Geocache. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist einfach. Da steht Pony irgendwas und dann am dritten. Pony Volan, da. Das ist der Name. Wirklich. Oder schön. Eine neue Pilzart. Kann auch sein. Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren, Leute. Aber dass die Jugend sich heute schon mit Pilzen und Rauschgift auskennt, das ist ja. Das gab es in meiner Jugend noch nicht. So, da kommt das Croissant-Monster. Ich weiß nicht, haben wir da Urheberrecht? Mr. Petz. Mr. Petz. Ihr habt ja alle schon geguckt. Vielleicht sollten wir hier unten mehr Krach machen und Vibration erzeugen. Vibration. Ein bisschen Vibration. Zweite Station war dann Zement Österreich. Da wollten sie halt auch produzieren, aber eine größere Rakete halt. Rundum. Ja, es ist perfekt. Ich schaue euch das mal an. Ist einfach und perfekt. Überall oben die Laufkatze. Ja. Wir werden überall die Laufkatze landen. Ey, das ist echt beeindruckend. Wie gesagt, das hat man 1944 mal gemacht, oder? Weil die waren ja nicht so rund angelegt, die hat man neu reingebuddelt. Natürlich, ja. So, man hat halt nur die Einfahrtsstollen genommen und hat den Rest drumherum ausgebaut. Exakt. Und das ist das Endergebnis davon. Wunderschöne Anlage. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Ja, kann ich auch bis jetzt so. Man kommt ja viel rum, gerade wir zwei. Ja. Da ist halt schwierig mal, wo man sagt, boah, das ist beeindruckend. Das ist nicht spannend. Alter, guck mal da hinten. Ja, das ist der Bahnhof wieder. Ah, aber da liegt so viel Schrott. Ja, da haben sie wieder die beiden Dinger hingepackt. Und die haben sie auch was hingekippt. Also vielleicht sind sie noch LKWs durchgekippt. Oder das war mal eine ganze Zeit lang so auf,
dass man hat sich immer im Auto reinfahren können. So wie wir gestern im Führerhauptquartier Wolfsschucht. Das stimmt. Dann hatten die Angst, dass er doof runterfährt, weil das Navi nichts mehr sagt. Dann haben die hier so Klötze hingelegt. Man muss für all... Ist auch wieder ein Südrennen, ne? Ja. Ist wieder ein ganz altes Südrennen. Gehen wir jetzt unten weiter? Nee, da waren wir ja schon. Hier unten sind wir lang gelaufen, natürlich. Ja. Also gehen wir jetzt den Stollen einfach weiter zu dem nächsten, wo wir eben runter sind. So, hier oben haben wir noch mal einen Teil von einer Kabeldurchführung wahrscheinlich oder Belüftung. Das ist, kann ich nicht ganz deuten. Und hier waren die Kabeldiebe und die Kollegen machen gerade Pause. Oh, da ist richtig vom Hoch runtergekommen. Suchen. Schaut mal, Leute, hier finden wir verschiedene Beschlagteile. Und guck mal hier, der Riesenring. Hast du eine Idee, wofür der war? Auf jeden Fall nicht für ein Weinfass. Nee. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Hinten stehen noch Schienen. Du hast hier so einen Holzkarren, aber du weißt auch nicht, ob das Nachnutzung war. Stimmt. Das Ding hier gerade, weil Champignonzucht oder irgendwas, ne? Ja, wobei die hinten war, ne? Und hier ist ja noch so ein Ding. Jo. Da unten, ach, das ist hier, guck mal hier. Das ist ein Rad gewesen und das war der Kranz außenrum. Ja. So ein Pferdefuhrwerkrad. Ne? Hier waren die Speichen. Jo, das ist eine Achse. Nee, 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 nee. Das ist eine Achse hier. Das was ist hier. Die Achse und das ist das Rad von der Achse. Ja, ja. Das ist die Achse und das ist das Rad. Mhm. Weißt du, das war das aus Holz und außen mit Metallbeschlag. Ah, guck mal, wie riesig. Das bedeutet, es ist ganz alt, ne? Wahrscheinlich aus der Zeit, wo hier... Da oben ist eine Nase. Das erste Relief. Ach ja. Eine Nase? Nee, das ist so ein Schwert. Wappen, oder sowas, ne? Wappen. Das erste Wappen. Schön. Ja, aber hier sind wir ja hergekommen, oder? Nee. Nein? Sonst hätte ich den Ring ja gesehen. Wir müssen dann gleich nochmal die Karte norden, ob wir jetzt noch irgendwas nicht gesehen haben, also was Zweite Weltkriegsproduktion war. Correctamente. Ja, Freunde, es ist gar nicht so einfach, Kamera, Licht zu halten, dass alles gefilmt wird und dass ihr euch hier sowas fortbewegt. Also ihr habt es gerade am Jörg gesehen, das ist schwerste Arbeit. Okay. Ja, besonders wenn man Croissant in der Zwischenzeit isst. Ja. Ja, aber überleg mal, du hast beide Hände voll, genau wie ich. Ja. Und wir balancieren hier über diesen Untergrund. So, und wir gucken ja in der Regel auf das Display. Hat er recht. Wir wollen ja auch die Kamera, die Anlage drauf haben. Hat er recht. Guck mal hier. Und Boden. Alessandro, magst du einmal den Kabelschrott aufheben und in die Kamera zeigen, bitte? Da sehen wir Isolatoren, den Alessandro und Kabel. Für viele wahrscheinlich einfach nur ein bisschen Kabel, aber schaut mal hier, da ist das Kabel um die Isolatoren drum. Aber wichtig ist, warte, ich will auch noch mal eben. Für mich ist es auf jeden Fall ein Schatz, so wie du auch ein Schatz bist. Boah, hier wird wieder... Habe ich wenigstens auf die Kuppe getroffen? Beides. Beides, MacJürgen. Was haben wir hier? Oder Mörgen sagen. Lagerplatz 30 bis 34. Oh ja. Was heißt das? Lagerstelle 30 bis 34. Schau mal hier, wie gut das doch alles in Schuss ist. Ja, es sind wirklich Isolatoren, sind alle. Ja, alles doch drin. Und Blechkabel. Weil wir haben ja die Lagerstätten gesucht. Aber guck mal, du kriegst sie ja hier gar nicht rum, weil keine Abbiegung ist. Weißt du, was ich meine? Oder es wird hier irgendwann... Ich habe keinen Dunst, wie die das vorhatten. Ja, ich auch nicht. Wirklich nicht. Also wirklich keine Ahnung. Aber du weißt, was ich meine, ne? Ich auch null Erfahrung habe. Ja, ich weiß nicht. Mir fehlt der... Du kriegst... Guck mal, die Verzinterung hier. Die ganzen Felsen sind verzintert. Also hier hast du gut Wassereinbruch. Pass auf, es klappt, ne? Nö, es geht. Ach, die Isos. Mhm, ganz klar. Schaut mal, das ist Originalkriegsproduktion. Und schau mal, richtiges Blechkabel. Das ist gar kein Aluminium, das ist Blech. Blech. 1944, Leute. Original Inschrift. Oh, ist das. Aber das möchte ich euch gerne zeigen. Aha, dann gehe ich lieber runter. Oh. Schaut mal hier, die Deckenbemalung mit einer Kerze. Ein Soldat. 44, 40 bis 44, wahrscheinlich die Lagerstätten.
50. Also hier könnten eventuell die Lagerstätten gewesen sein. Oh, hier war eine Königin oder ein König und irgendwie noch eine Schrift darunter. Wahrscheinlich haben wir viel übersehen. Die ganze Kabelei liegt hier auf dem Boden. Schließe jetzt mal auf. Ein großer Beweis, dass diese Kerzendinger alt sind. 1895 Tupe. Das war wahrscheinlich hier der Arbeiter. 1895, der ist definitiv nicht mehr am Leben. Und er hat sich aber hier für ewig wahrscheinlich verewigt. Da auch Maria. Geil. Hier haben wir auch noch mal ein bisschen. Eigentlich müsste man sich ja auch verewigen. Random life. So, wir suchen ja noch den Raum mit den Stromanschlüssen. Und ich bin jetzt einmal mal hier reingegangen. In der Hoffnung, dass ich ihn finde. Aber nein, hier ist er nicht. Oh, riesig. Also macht das nicht alleine zu Hause nach, Kinders. Wir machen das, damit ihr das nicht zu Hause nachmachen müsst. Auch hier. Robert, Marie, Pierre. Oh, die französische Sprache ist so eine schöne Sprache. Aber leider auch so schwierig. Ich habe sie nie gelernt. Ich würde sie aber trotzdem sehr gerne lernen. Weil ich das Land und die Leute so sehr liebe. Hier überall ein Kampfjet, der ist auf jeden Fall neu. Alter, ist das Ding noch riesig. Das Ding ist einfach riesig. Eine richtig schöne, coole Kerbe eingebaut. La Mort, der Tod. Na, ihr Süßis? Nee. Zwei Franzosen rein. Ja? Ja. Habt ihr das gefunden? Ja. Nee. Weil das geht da richtig tief rein. Das geht auch genau in die Ecke. Hier beginnt die Fotoserie. Ja, gut. Ja, wir müssen darüber. Weil das geht. Vollzählig. Eins, zwei, drei. Wir sind vier, genau fünf, über dem Eingang da, wo die Shisha ist. Ich bin da rein. Ja, ja. Das ja, und da rein. Geht's tief rein. Ja, dann gehen wir da jetzt rein. Guck mal, hier. Wir haben die Hälfte einfach nicht gesehen. Ja, richtig. Ja, ist richtig. Nee, haben wir nicht gesehen. Wir müssen jetzt noch mal in die andere Seite rein. Wie ihr seht, sind wir gerade wieder draußen. Wir haben gerade mal aufgeklärt. Es gibt noch einen weiteren Bereich, den wir gar nicht gesehen haben. Und wir gehen davon aus, dass wir vielleicht noch eine Möglichkeit haben, über einen Bereich, über einen anderen Eingang reinzugehen. Und den klären wir jetzt mal auf. Da mal. Boah, da kommt aber Luftzug raus. Ja, richtig. Ich bin einmal reingelaufen und da geht es auch wieder richtig tief rein. Eine Motte? Mal schauen, ob das was mit der V-Waffenanlage zu tun hat. Oder ob das hier nur Mergelgrotte ist. Okay, es geht da. Sind Rohre. Das ist schon mal gut.
richtig. Das ist einfach riesengroß. Rohr, Metallschellen auf dem Boden. Da ist auch nochmal ein riesiger Eingang. Ach, das sind keine Rohre, das ist Holz. Da ist ein Rohr. Luftschutze. Hier ist zu, komplett verbrochen. Das geht einfach über. Oh! Ja, das sind Rohre. Ganz eindeutig sind das Rohre hier. LKW-Reifen. Das ist schon spannend, ne? Hier so eine richtige Tasche, die man da reingesetzt hat. Ruhe. Und hier ist auch nochmal so eine Kammer. Oliver, ja? Willst du noch was sagen? Zu deiner Frau? Das kann er einfach nicht sagen. Und schaut mal hier, wir befinden uns jetzt unter einem Bahnviadukt. Und jetzt kann ich auf jeden Fall ziemlich laut sprechen und meine Stimme ganz schön stark modulieren. Und da ist der Alessandro, er gibt alles. Und mal gucken, schafft er's? Ja, wow. Das jahrelange Training hat sich natürlich doch gelohnt. Und jetzt sag mal was. Laut. Sag was Lautes. Süß. Sieht nett aus. Das sieht natürlich nett aus. Also gut aus, ne? Ja. Eine schöne Kachel. Schon mal deutlich mehr, ne? Ja. Sieht schon wieder Richtung Zweiter Weltkrieg aus, oder? Möglich. Ja. Ja, mit diesen Bakelit-Dingern. Aber leider komplett vermüllt. Ach, ein eigener Raum. Gräulich, oder? Abgefackelt. Hey, danke. Ist jetzt noch zwei, drei? Nee, würde ich noch nicht sagen. Also der Schalter. So, wir haben hier eine Underground Party Location gefunden. Mit Tresen. Line-up! Wie krass, Leute. Hier konnte man dann chillen. Mega cool. Das ist ja cool, oder? Ja, mit dem Motor. Aha. War geil. So, Kift wurde auch. Wo ist er? Jollies. 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 11 Bar. Hier hat man den Müll verbracht. Und hier ein weiteres Drogentürchen. Ein Delikt, Leute. Ein Delikt. Ein Delikt. Nicht ein Relikt, ein Delikt. Ein Delikt. Und schaut mal, der Boden ist richtig sauber. Konnte man wahrscheinlich vom Boden ziehen. Ja, war vielleicht ein bisschen gestreckt. Ja, genau. So, Leute. Oh, Relikte. Alter Ofen und so. Ein Raum, eine Autotür. Noch ein Autoteil? Ja, ein Heck, glaube ich. Ja, ein Heck von dem Auto. Ja, eine Ladung, ne?
Pickup. Aha, Pickup. Im Gang. Hier können Autos fahren, oder? Meint ihr richtig? Ja, wenn du. Aber wenn du reingekommen bist, ist es schon verlegt hier. So, ihr merkt daran, dass ich nicht mehr so viel spreche, dass ich schon gut. Ja. Aber guck mal. Und hier ist der LKW. Hier steht der LKW. Krass. Es ist voll häufig, dass in solchen Märgengrotten die Autos einfach zurückgelassen werden und sich selbst überlassen werden. Einfach riesig, Leute. Ich glaube nicht, dass das mit einer Umverlagerung... Bitte? Was? Was? Noch mehr Autos. So. Citroën. Noch ein Citroën, denke. Wieder Maus. So, ich bin auf jeden Fall fertig jetzt. Ich kann nicht mehr. Hälfte der Leute auch. Nur auch die ganz fitten sind aktiv und gehen weiter. Weil wir haben eine Sache noch nicht entdeckt. Die würden wir gerne noch sehen, aber mittlerweile ist es mir echt egal. War irgendwo die von zwei Lagerstollen, ne? 13.12, aber nachträglich dran bekommen. Gucken wir mal. Guck mal, Tupac was hier. Ah, der war da. Ja, dann ist richtig. Also Leute, wir haben gerade mal geschaut, ob wir noch die restlichen Dinge finden, die wir uns unbedingt ansehen wollen, wie Lagerstollen etc. Und die hatten uns nicht losgelassen, deswegen sind wir nochmal reingegangen, haben uns dummerweise getrennt. Aber jetzt haben wir einen Bereich gefunden, den wir bisher noch nicht kennen. Und den gucken wir uns jetzt an. Das werden sie sein, würde ich sagen. Das werden sie sein. Schaut mal, das wird wahrscheinlich das Endlager hier oder Zwischenlager gewesen sein. Das Endlager. Alter. Ja, das haben wir alles noch nicht gesehen. Das sieht auf jeden Fall versprechend aus. Das sieht... Guck mal, links und rechts sind immer diese Kammern. Oh, hier, hier, hier. Ja, hier. Ah, da waren wir schon. Das habe ich schon gesehen. Das habe ich schon gesehen. Was? Ja. Ja, ein Foto eben. Nee. Warte mal, ist das diese... Doch, da kann ich mich auch dran erinnern. Das ist doch... Nee, das ist was anderes, das ist was anderes, das ist was anderes. Also ich habe das definitiv nicht gesehen. Ich habe das sogar gefilmt, aber das ist was anderes. Hier waren wir noch nicht. Also so kommt der Stollen mir null bekannt vor, hier unten mit dem Ausbruch und so. Genau. Das werden jetzt tatsächlich, also wenn wir viel Sahne hatten, haben wir die alleine gefunden, die Lagerstollen. Ja. Hier sind auch kaum Graffitis, also hier haben sich noch nicht viele hinverirrt und getraut. Nee, ist weniger als in den anderen. Und das sind wirklich die Lagerstellen. Guck, Alter, waren. Guck mal. Ja, mega. Ja, na klar. Hier waren wir auf gar keinen Fall. Ich gucke nochmal links her. Unglaublich. Das wird schon unglaublich. Ja, auch in der Länge passt das ja auch. Ja. Ja, klar. Und die sind alle ungefähr gleich groß, ne? Guck mal, ja, das haben wir nicht gesehen. Guck mal, dieser, was immer das auch war. Das ist komplett verzinsert. Auto einfach. Also, es ist richtig gut. Ende. Ende? Ja, Ende. Schaut mal den Autoreifen an. Der ist ein kleiner Brunnen geworden. Nehmt mal in die Hand. Nehmt euch mal in die Hand. Schaut mal hier. Meru. Meru. Ja. Ah, wir haben sie gefunden. Wir haben sie gefunden. Ja. Und da oben steht 132. Ach,
Schaut mal hier, 132. Erstes Regiment. Regi. Zwei. Ah, wir haben es auch. Wir haben es selber gefunden. Das ist ja schön. Wir haben es selber gefunden. Trotzdem. Habt ihr auch diesen Elektroraum und diesen Schacht nach oben? Ja, Schacht nach oben. Da. Wow, es geht einfach noch weiter. Schieß! 9. Boah, ist da was runtergekommen. Ja, das ist okay. Das ist aber nicht das Ding, was ich meinte. Und das ist wieder was anderes. Und steht da. Guck mal, hier, da auch so ein Drittel. Ja, da geht es auch noch weiter. Alter, 1911. Von 1911? Aha. Was ist denn diese Anlage? Mach mal oben auf die. Wow. Ja, ja, 1911. 1911. Das ist einfach unglaublich, Leute. Meine Füße qualmen so sehr. Es ist einfach so unfassbar schön. 13, 12. 7, 8. 11. Ja, das ist doch wieder Deutsch, oder? Ja. Französisch. 19, ja, das sind sie. Ja. 13, 9, guck mal, da hinten. Boah, Alter! Es ist einfach unnormal. Es ist einfach unnormal. Also hier passt ein Defi. Ja, das sind doch die Lagerstätten. Der passt doch keine V2 rein. Keine V2 rein. Nö, Teile vielleicht. Das ja. Soll ich weiter geradeaus gehen? Wo geradeaus? Aber vielleicht sind das auch die Bezeichnungen der Lagerstätten, weil 7, 8, 9, ja. Da sieht das auch so mehr so einschlüssig. Das sind die Lagerstätten. So, kleine Zwischenfazit, meine Freunde. Ich funktioniere nur noch. Es ist so anstrengend. In diesen Blöcken hat man die rausgeschnitten. Und hier siehst du sogar noch die von der Säge, ne? Ja. Siehst du das? Hier siehst du das besonders gut. Guck da, mal, guck mal hier. Guck mal hier. Ja, die wurden mit einer Säge rausgetrennt, diese Blöcke. Ja, mach mal. Das ist doch nicht euer Ernst. Ja, mit dem Vollgas siehst du nicht. Alter, bis Ende sieht man nicht. Nix siehst du. Ich mach das nicht. Ja, der wird doch schon nicht lügen. Nein, er weiß aber nicht, wann es ist. In dem Alter sieht alles aus wie eine Buchhaltung. Alter. Guck mal, hier ist die Lagerstelle, diese Stromscheiße. Jo. Ja, aber ist dieser Generatorraum dann dahinter, was du gesucht hast, Gerold? Gerold? Nee, links sieht so aus. Das ist schon krass. Hier kam viel Strom aufeinander. Mhm. Aber von überall, ne? Mhm. Oh, auch wieder Partyalarm. Ach, hier ist das Ding, wo die eben waren, ne? Oh. Das habe ich gesehen. Ah, hier ist der Picknickraum. Furby ist da. Und ein geköpfter irgendwas. Oh. Das ist immer geil, ne? Ach, Kronleuchter ist auch eine Decke. Eine Decke. Kronleuchter tatsächlich. Geil. Hab ich gerade gesehen. Links, ne? Ja, machen wir dann auch zusammen. Warte. Ich gehe mit dem Jörg hier rein und dann gehen wir da zusammen hin. Was soll man das jetzt hier immer? Pass auf, es ist glatt hier. Guck, wir stehen hier in der Kurve, ne? Ja, ja, bleib mal da stehen. Links? Kann man aufgucken. Da sind sie schon. Da sind sie und auf der rechten Seite auch. Geil, Sport.
Ja, schön, ne? Wärmeratsfässer. Ja, ist geil gemacht. Da hinten hast du dann noch eins. Und dahinter sind wir eben lang. Caesars Palace! Warte. Wo denn? Guck mal da durch das Haus? Durch das Loch. Dann guck mal runter und auf den Boden. Und dann guckst du mal, ob das wiedererkennt. Weil genau an der Stelle haben wir eben sogar irgendwas gedreht. Alessandro, Ruben und ich. Die Dinger oben in der Wand. Also, ja, ja. Da hat der Alessandro doch gesagt, dass man auf die Wand kommt. Ja, ja. Es ist genau gegenüber. Witzig. Hier vorne hast du auch noch eins. Boah, Caesars Palace sieht ja geil aus. Das sieht ja wohl Hammer aus. Boah, wie sauber gearbeitet, ne? Ja, das sind aber moderne Sachen. Guck mal hier, natürlich, so Hanf. Hanfblatt. Das ist auf jeden Fall ja, ja. Hast du das hier gesehen, die Kreuzritter? Das ist aber gemalt. Alter, geil. Das ist gerade gemacht. Was und mal, halt Licht weg, Licht weg. Boah. Ist schon fett, ne? Ja. Welcome to Caesar's Palace. Natürlich ist das frisch. Guck doch mal. Ja, guck mal, hier geht's runter. Aha. Alter. Ja, das ist ja auch nur dran gemalt, aber das andere ist ja geritzt. Das sind alles Wärmeaufsätze. Das war 78. Das ist wahrscheinlich die Graffiti-Ecke. Hier darf sich jeder mal verewigen. Mhm. Nice. Ich hab die Lagerstätte von vor 2 Jahren. Nee. Gibt mir irgendwie die Vorstellungskraft. Aha. We don't give a fuck, give a fuck, give a fuck. Wir sind nicht mehr alleine. Wir haben da vorne Besuch. Andere Leute, ja. Ja. Also hier sind die Lagerstätten. Okay, Alessandro? Ja. Hier sitzt du, hier siehst du auch noch, wie es war. Da sind die Tore. Wow. Da haben sie zugemacht? Ja. Also jetzt musst du dir mal den anderen Raum angucken. Und da kannst du jetzt nicht vorstellen, wie die Lager. Ah, die haben die extra so hingestellt für Geräusche. Wollen, dass das verzinsert. Kann auch sein. Aber wenn du jetzt reinguckst, ich denke, es ist selbsterklärend. Ach. Alter, wie geil. Siehst du das oben, die Lüftungsrohre? Ja. Dass die belüftet waren? Die waren beheizt. Die waren beheizt. Ja. Ich habe die Heizung nämlich schon gesehen. So. Und hier lagen sie drin. Geil. Die Leute, zum Schluss haben wir noch die Lagerstätten gefunden. Das ist einfach unglaublich. Ja. Aber hier, wie das verzintert ist. Mhm. Die Flasche wollen sie halt auch komplett verzintern. Mhm. Geil. Leute, das sind die Lagerstätten. Ich habe mit dem Tor aufgeschossen. Ja, da oben drin. Guck mal, wie groß das ist. Ja, es ist riesig. Guck mal, hier ist noch eine alte Schautafel oder so. Wahrscheinlich hing da der Plan, oder? Ja. Und das alles unterirdisch, unter Tage. Alter, es ist einfach unfassbar groß. Guck mal.
Ja, dann wurden die tatsächlich liegend. Ja. Gelagert. Hier! Die sollen da hinkommen. Ja, die sollen auch nicht. So Leute, krass, oder? Und wir wollten gerade aufgeben und dann haben wir das hier noch gesehen. Guck mal hier, die Wand ist verrundet. Ja, die auch. Mhm. Damit der Wagen da nicht gegenfährt vielleicht. Ja, denke ich. Da sind die Luftrohre. Wo? Geil. Also, hier. Ja. Also ich laufe den Einheimischen. Ja. Wir kommen da. Ja, und was mit den anderen? Die kommen doch auch da. Ja, aber die wissen das ja vielleicht nicht. Frage, ob das auf dem zweiten ist oder Nachnutzung. Guck mal hinten, reagiert es ein bisschen. Auf jeden Fall runtergeworkt. Favorit. Haha, müssen wir den Favorite schicken. Das war schon. Die Einheimischen sind auch da langgelaufen. Sie sind hier reingelaufen. Aber die Frage ist, was. Hol die mal. Fabian. Sag dir mal Bescheid, dass wir da weiterlaufen. Auch da die Heizung hier. Ja. Ja, das sind diese Wärmetauscher. Um die Feuchtigkeit auch rauszukriegen oder zum Wärmen? Ja, da lief die Wärme durch und die wurde halt hier in diesem Gehäuse abgegeben, an die Umgebungsluft. Also und dann reingeblasen. Die Einheimischen sind hier reingelaufen. Okay. Da sollten wir da auch mal nehmen, oder? Alter, das hört einfach nicht auf. Bleib mal da stehen, dann ist hier. Hey, Fabian! Oliver! Ja? Hier! Komm mal her! Wollt ihr herkommen? Weißt du, was da ist? Nein, was denn? Ein kompletter Gang hinten. Ja. Alles alte, richtig alte Holzbettgestelle. Oh, dann lass. Wirklich krass. Die wollen den Einheimischen hinterher gehen. Warum? Ey, das weiß ich auch nicht. Komm. Ich zeig dir das sieht so krass aus. Du guckst da rein und denkst, what the fuck, wie viel Bessie. Alter, guckt euch das mal an. Das ist einfach so unglaublich. Hier waren wir gerade. Was der Schweiß. Krass. Ja, weiß ich nicht. Ja? Geile Bilder, ne? Ja. Richtig gute Bilder. Mhm. Also müssen wir nochmal wiederkommen, oder? Oder jetzt alles machen. Aber ja, ich bin auch fertig. Ich bin auch echt. Ja. Mhm. Ist das Fabi? Das ist Fabi. Fabi, dein Vater ruft dich die ganze Zeit. Ja, wir nehmen dich mal mit. Bleib mal bei uns, bitte. Kannst nicht ganz alleine gehen, weißt du? Fabi, komm mal mit. Ja, dann bleib hier stehen. Hier? So weit kann das auch gar nicht sehen. Alter. Bis hinten hin. Alles Bettgestelle. Das ist krass. Alter, es ist einfach unglaublich. Das bedeutet, die haben hier wahrscheinlich gepennt, ne? Ja, ich hab mal nicht hier geguckt. Mhm. Ich aus? Franzose. Das ist anders rein. Ja und? Was machen wir? Hier ist die Heizung. Das Ding ist riesig. Ja. Da hinten ist wieder so ein riesiges Ding. Du weißt auch, wo wollen oder einfach die Höhle. Also die waren einheimische, er kannte sich aus, er ist ziemlich hier langgelaufen, hat so eine Öllampe dabei gehabt. Wunderschön, ja. 1914. 12. Ja, der ist sogar 12, noch älter. Ja, das ja. 1912. Aha. Hier ist der 5. Der Strom ist nämlich bei. Ne, ist der 15 leider. Hier ist noch alte Schiene. Ja,
Alter, hier kommt immer wieder was Neues, ne? Ja. Das ist ja das Problem. So ein richtig Dopaminstoß jedes Mal. Aber hier gehen wir jetzt nicht weiter. Auch noch original, also hier sind die Eltern nicht drauf. Mackie macht schon die Abmoderation. Die Tore sind original, zweiter Weltkrieg. Halbwegs abgehalten. Am Arsch. Werden sollen. Und guck mal, das ist hat sich gelohnt. Richtig. Ja, alles nicht alles gesehen. Gut. Ach, guck mal hier, der hat noch Energie zum Abmoderieren. Ja, natürlich, die Abmoderation muss sein. Hammermäßig. Fabi ist auch da. Schön. Mackie, das war die. Bitte? Mach weiter. Das war die V2 Ersatzteil, Bereitstellung. Fabrik. Ich, wie hieß es denn nochmal? Ich hab's vergessen. V2? Ja. Aber die Anlage hat doch einen Namen. V2 Bereitstellung. Oh, wissen wir nicht mehr. Nachschublager. Nachschublager. Das war das V2 Nachschublager. So sah es aus. Da unten ging der Zug rein. Und hier sind die per LKW an die mobilen Abschussbahnen transportiert worden. Mackie.